So, Servus Leidl, ja, wir gingen wieder in eine Reaction. Top 100 Best Hydraulic Press Moments, Satisfying Crushing Compilation. Ja, wir gingen ein und schauen es uns an. Ja, sollte halt eigentlich ganz cool sein. Abwart. Ja, okay, Digga. Oh, dieser Moment, Digga, in dem einfach sieht es so auf. Also wo man so eine gleichmäßige Struktur vor mir hat. Es ist dieses Papier, vermute ich mal. Oder was? Oh mein Gott, Digga. Es ist krass, Digga. Es ist jetzt schon wirklich, Digga, so erpresst zu haben, ist schon was krasses, Digga. Ist schon cool. Oh mein Gott, Bruder. Oh, das wird zu fehlen. Oh nein, nein. Aha. Ah, Thomas, die Lokomotive wird einfach zerstört, Digga. Oh, kein Bock drauf. Muschel, okay, ja, ist jetzt nicht so krass, meiner Meinung nach. Einfach ein Kürbis. Aber muss ich das sagen, es ist jetzt schon eine Lebensmittelverschwendung, so. Muss man einmal ehrlich sagen. Aber das ist da oben, wenn du es so rausspritzt, finde ich auch cool. Bei Schwämme passiert einfach gar nichts. Komm, das muss doch cool sein. Ja, oh mein Gott, Digga. Oh, das ist geil. Was finde ich cool? Pudding, oder? Oh, er rutscht einfach so außen raus. Ja, okay, ja, okay, komm. Ja, einfach mal über Stifte, let's go. Einfach, oh, diese Farben, Digga. Gefällt mir persönlich sehr cool. Das schaut sehr cool aus. Sehr gut gefällt es mir, Digga. Hey. Bitte lass es oben so rausdingsen. Ja, Digga, das ist das, was ich am meisten liebe, Digga. Die ganzen Bügelperlen, Alter. Ja, dann hast du es halt ein bisschen zusammenpresst. Bitte wieder oben raus. Oh nein, schade. Danach hast du doch nur noch Brösel. Digga, das ist so nicht so satisfying. Ja, das schon. Oh mein Gott, wie es an das Halten so rausspritzt, Digga, das ist schon cool. Wenn ihr dafür seid, dass ich mir auch so eine Presse hole und wir auch so geilen Shit machen, dann lasst ein Like und ein Abo da. Dann können wir uns sicher drüber unterhalten, so eine scheiß Presse uns zu holen. Weil das schon mega cooler Content ist. Kokosnüsse, oh mein Gott. Och nein. Digga, Kokosnuss muss so ein geiles Essen, Digga. Da wird zwar so gut wie Korn mit mir übereinstimmen. Oh mein Gott, wie das da rausspritzt. Aber, Digga, Kokosnuss ist wirklich cool. Boah, geil. Ist das Ton? Wenn wir irgendeine Kunststoffmasse hätten. Oha, geil. Naja, ich finde es halt nicht so cool, mit dem Hintergrund und diese ganzen Arme da sich so bewegen. Aber sonst ist es eigentlich schon cool. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Nein. Ja, es kommt so ganz langsam oben raus. Geil, wie geil, Alter. Wie geil ist es bitte, wenn es da so rauskommt? Das war's dann auch mit Klingeln. So mache ich das, wenn ich Montag in der frühen Tür geben muss und mein Wecker klingelt immer mit meinem Wecker. Und so mache ich es, wenn ich keinen Bock auf Süßkartoffeln habe oder was auch immer das ist. Mais, Digga, auch ein geiles Essen eigentlich, wenn man schaut. Da sieht man mal, wie viel Flüssigkeit in so einer kleinen Maispflanze steckt, Digga. Was ist das? Ich habe nicht erkannt, was das ist. Ist das Knete oder was? Oder Luftballons? Ne, es schaut eher aus wie Knete und ist ziemlich cool. Boah, so bewegende Spielzeugpuppe einfach mal, Alter. Ich weiß ja nicht, aber das finde ich nicht so satisfying, aber.
Tischtennisball? Was für Tischtennisball? Tennisball. Da ist das Brokkoli, so wenn du hast. Wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin. Aber es schaut auf jeden Fall cooler aus als manche andere Sachen beim Zerfressen. Oh mein Gott, Digga. Bitte lass es so regenbogenfarben sein. Schade. Das schaut aus wie Gelee oder Gelatine. Und das ist so geil, wenn das rausspritzt, einfach. Wir sind jetzt irgendwie bei 4 Minuten 41, Digga. Und das Video geht nur 12 Minuten 48. Und ich frage mich, was sie nur Esther fressen wollen. Ich fühle das halt nicht, wenn so eine Kerze immer zerstört werde, irgendwie, das ist nicht so meins. Einfach nur noch flach wie so Pfannkuchen. Klopapier, Digga, aber wieso schaut das so eklig da aus, Digga? Schaut so aus, als wäre das einfach schon eingeweicht. Vielleicht damit es da oben besser rauskommt aus diese Drüsen. Oh mein Gott. Das war krass. Oh, CDs, nein. Nein. Ja, oh mein Gott, jetzt kann es richtig cool werden mit diesen ganz kleinen Löchern. Oh mein Gott, Digga. Nein, nein, nein. Ah, ich hasse es, wenn irgendwelche Plastikspülsachen zerdrückt werden. Das ist krass wiederum. Das so ist es cool. Ja, guck mal, sie geben. Gibt bessere. Ja, da war es jetzt nur nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich Angst, dass das einfach nur so komplett zerplatzt. Weil wenn sie das wirklich komplett unter Druck lassen, dann war's krass. Oh nein. Das Geld da drin auch noch. Es aber natürlich eine Möglichkeit, wenn man den Schlüssel zu seinem Sparschwein verloren hat. Oh, guck mal, sieht. Oh mein Gott, Digga. Der Schleim, der da noch drin war. Holy shit, man. Nein, Lego funktioniert nicht so gut. Diese Beutel sind nicht krass. Blaukraut. Oder Rotkohl, je nachdem, wie man es bei euch jetzt sagt. Ja, wobei, mit der kleinen Presse kann es lustig werden. Der Rauch nun. Oh mein. Oh, geil, Alter. Das ist cool. Schau mal, wie so Glasfaserkabel, so Glor. So Glorns Glasfaserkabel schaut's aus. Sehr cool. Wieder so Kugel. Okay, Pepsi-Dose, ich bin gespannt, ob die sie wirklich ganz runterdrucken lässt gerade. Ach nee, Digga, warum ist denn da noch Schleim drin? Entweder leer oder mit Cola drin, Digga. Also nicht mit Cola, sondern mit Pepsi halt. Ja, Digga, das ist krass. Okay,
es rollt sich wenigstens die Zunge, das ist ja mal was. Wo ist das? Die Dro Na, Limette ist das. Limette. Ja, so kann man den natürlich auspressen und dann ganz schnell was draus machen. Karotten. Oh mein Gott, das kann da cool werden. Komm doch endlich. Ja! Ja, so gibt's Karottensaft einfach. So, jetzt Salat. Wir hatten ja vor. Oder Weißkraut, Salat, irgend sowas. Wir hatten ja schon Blaukraut oder Rotkohl davor. Diesmal ist leider nicht so satisfying. Jetzt die Kugeln. Kann da krass werden. Ja, kann man sie geben, definitiv. Passiert einfach nichts. Das sind nur so kleine Dinge. Ja, Holz zusammenpressen, das bringt ja wenig. Da haben wir nur so Masse über. Was ist das denn? Schaut irgendwie so vom Ding her aus wie Mozzarella-Käse, aber ist safe nicht. Nice. Ich liebe diese Stäbe einfach. Oh, ein Flachmann. Der ist widerstandsfähig. Och nein. Nicht wieder so Tonmasse. Das ist schon langweilig mittlerweile. Wenn man weiß, was passiert, dann wird es langweilig, muss man sagen. Pinguin oder was? Oder Vogel. Kerzen. Haben wir jetzt auch schon öfter gehabt. Ist dann irgendwann nicht mehr so lustig. Oder nicht mehr so satisfying. Ja, guck mal, sie gehen. Jetzt eine Kerze wieder dort drin, das ist schon cooler. Naja. Der Creeper, Digga. Der kann immer wirklich mit komplett zerstören. Jetzt Abfahrt. Jawohl, der wird komplett zerstört. Da hat aber nichts in den Boden reingestro so nicht den Boden explodieren lassen. Das ist krass, wenn sie so langsam die Dinger bilden. So, jetzt wieder Klopapier, Digga. Kommt zuvor ist dann jetzt nur immer die gleichen Sachen, guck mal. Wasser kommt, ja, und Klopapiermüll, Digga. Mr. Crab. Bügelperlen kann da nur cool werden, wenn man die so richtig. Ja, so richtige Stränge draus, Digga. Nice. Und das ist jetzt ein Tormacher. Also so das Haar-Dings, keine Ahnung, wie das bei den Frauen aus, diese Haarsträhnen oder so. Flach, komplett flach, Digga. Ja, Mann. Fühle ihn nicht so. Das konnte ich schon davor sagen eigentlich. Aber wenn es so ein bisschen spritzt, Digga, das ist halt einfach nicht so cool aus. Schaut. Digga, was ein geiles Video. Also lasst auf alle Fälle ein Like und ein Abo da. Extrem cool, das Video. Hat übelst Bock gemacht, darauf zu reagieren. Und deswegen lasst gerne mal ein Like und ein Abo abonnieren da. Und natürlich vor allem bei dem Video. Erster Link in der Videobeschreibung. Ja. Genau. Und dann haut's rein. Habe die Ehre. Servus.